laufen wir schon. Wir laufen schon, Sicherheitsabstand. Ja. So, hier noch. 18 Jahren Eisbrecher Ehe ist ein bisschen Social Distancing gar nicht so schlecht. Findest du? Ja, man lernt sich ganz neu kennen. Der Pix und der Alex. Liebe Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Guten Tag. Letzte Woche mussten wir euch ganz hart einschenken. Euch und? Und uns selber leider. Tja. Tourabsage. Katastrophe. Das ist das, was wir alle natürlich am liebsten machen. Aber es soll jetzt Schluss sein. Wir sind's leid. Wir haben keinen Bock mehr auf schlechte Nachrichten. Deswegen gibt's ab jetzt gleich nur noch gute Nachrichten. Nur only noch, good, nur noch news. Good News. Fangen wir gleich an. Die wichtigste gute Nachricht ist schon mal, dass dem Pix die Arbeit auf alle Fälle nicht ausgehen wird und ausgehen kann. Yeah. Yeah. Ja, wir können nicht auf die Bühne gehen. Ich habe mich erstmal frustriert ins Bett gelegt, 2 Monate. Habe ich auch. Du auch? Nee, eigentlich nicht. Aber nicht ganz so lang. Ja? Nee, er hat hier wirklich Gas gegeben im Studio. Fleißig. Was kam denn raus? Eine Scheibe Wurst. Eine Scheibe Wurst? Nein, 2 Scheiben Wurst. 2 Scheiben Wurst. 2 Scheiben Wurst kamen raus. Ein bisschen Musik ist auch noch dabei. Das stimmt. Und von den 2 Scheiben Wurst erzählen wir jetzt mal ein bisschen was. Genau. Weil es eigentlich bei allen Musikern und auch bei uns immer um die Wurst geht, lassen wir jetzt doch mal die Wurst weg. Wir beide hatten eigentlich einen Masterplan, den haben wir geschmiedet vor 1,5 Jahren. Der wurde uns abgeändert. Ja, vom Schicksal. War ein guter Plan, muss man sagen, haben wir uns Mühe gegeben. War ein Spitzenplan, aber soll ja nicht heißen, dass es nicht noch bessere Pläne gibt. Und ich glaube, wir haben jetzt einen Masterplan. Sprich, zurück zu den Good News. Was kommt denn alles? Es kommt ein Album im Oktober 2020. Bäm! Und es kommt noch ein Album. Im März 2021. Bäm! 2 Alben. 2 Alben. Fucking 2 Alben. Werd ich immer kleiner oder du immer größer? Hallo? Ich werde natürlich immer größer im Alter, ist eh klar. Das ist die Corona-Krise. Es ist wieder nur noch Good News. Der Pix wird immer größer, andere werden immer dicker, ich werde immer älter. Zur Musik. Wenn wir euch schon live nicht auf den Sack gehen können, dann schütten wir euch einfach so mit Musik zu, dass ihr nicht mehr gerade aushören könnt. Es geht jetzt nämlich los mit Promo, mit Videos, mit allem, was dazugehört. Ich denke, der ganze Rummel startet im September und das hört dann nicht mehr auf. Ja, wahrscheinlich. Das geht dann weiter bis 2047. Wahrscheinlich. Aber was heißt das denn konkret, Herr Produzent? Ich habe keine Ahnung, was es eigentlich konkret heißt. Nein, ich habe Ahnung. Ich verrate Geheimnisse aus dem Eisbrecher-Nähkästchen. Die erste CD, die im September oder im Oktober erscheint, heißt Schicksalsmelodien. Das klingt fett. Und warum heißt sie so? Sagst du? Weil Melodien des Schicksals drauf sind. Ja. Und so richtig schöne. Richtig schöne und richtig viele. Und dann kommt noch ein Album und das kommt im März 2021. Den Titel wissen wir auch schon, aber den verraten wir. Wer Lippen lesen kann, weiß, wie dieses Album heißen wird. Man muss ja nicht alles gleich sofort auf den Tisch knallen. Für unsere Verhältnisse haben wir jetzt eh ganz schön viel verraten. Was bleibt noch zu sagen? Bleibt gesund, schaut öfter mal rein, denn es geht jetzt Schlag auf Schlag. So wird es sein. Amen.